Ja, ich habe es eben ein bisschen leise gesagt, aber es wurde schon so viel Gutes gesagt. Eigentlich könnte ich meine Rede auch ziemlich stark verkürzen. Ich glaube, das mache ich auch. Sam hatte sie eben angesprochen, die Kohlekommission. Und die Kohlekommission ist das Papier, auf dem sie geschrieben wird, eigentlich nicht wert. Das hätte man wenigstens einsparen können, dann hätte man mehr für den Klimaschutz gemacht. Und wenn man liest, dass erst 2038 alle Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, irritiert das einen doch. Jetzt hat man letztens doch erst gelesen, dass die Bundesregierung das Pariser Klimaabkommen unterstützt. Jetzt, ein Jahr später ungefähr, unterstützt sie diesen Kohlekompromiss. Also irgendwas daran irritiert mich, weil beides wird nicht funktionieren. Die Bundesregierung muss sich schon entscheiden, was davon sollte passieren. Und ich glaube, für uns hier alle ist klar, dieser Planet darf nicht zerstört werden und die Klimaziele haben Vorrang vor den Konzernen. Aber diese Regierung, die hat sich schon entschieden. Und sie hat sich gegen die Klimaziele entschieden und sie hat sich für die Profite der Energiekonzerne entschieden. Und was machen diese Konzerne jetzt? Was macht zum Beispiel unser Lieblingskonzern hier vor Ort, RWE? Das Erste, was RWE macht nach diesem Kohlekompromiss, der eigentlich nur die Schrift von RWE trägt, Massenentlassung. Ja, das kündigen sie dann an, wir müssen jetzt die Leute entlassen, weil das geht nicht anders. An einem Kompromiss, wo sie maßgeblich mitgearbeitet haben, den sie so uns eingebrockt haben. Und wisst ihr, was noch da drin steht? Dass die 6 Milliarden Euro bekommen. Wofür? Wofür kriegt dieser Konzern noch 6 Milliarden Euro? Es geht einfach nicht. Und wenn wir merken daran, den Klimawandel, den können wir nicht stoppen mit solchen Konzernen. Den Kohlekompromiss, den Kohleausstieg in Deutschland, der geht nicht mit RWE. Der geht nur konsequent gegen RWE und gegen alle diese Energiekonzerne. Und was einen dann doch irgendwie positiv überrascht, ist, dass plötzlich der Hambacher Forst erwähnt wird. Also, man muss ehrlich sagen, ohne die massiven Proteste, die es letztes Jahr dort gegeben hat, wird der niemals erwähnt werden. Den hätten die verschwiegen, den hätten die abholzen wollen und hätten nicht mal was dazu gesagt. Und das ist ein Erfolg der Klimagerechtigkeitsbewegung der Leute hier vor Ort auch. Jetzt müssen wir aber auch ehrlich sagen, das Papier sagt, es wäre wünschenswert, den Hambacher Forst zu erhalten. Ich glaube, für uns alle hier ist das sehr wünschenswert, aber es reicht nicht, dass auf einem Papier steht, es ist wünschenswert. Für uns alle muss klar sein, Hambi bleibt. Und was ich krass finde, Todd hat es eben auch erwähnt, wenn Armin Laschet noch einfach die Schülerinnen kritisiert. Also das reicht nicht, dass er den Energiekonzernen noch die Kohle zuschmeißt. Jetzt sind die Schülerinnen und Schüler schuld. Bei einem Schulstreik. Also das letzte Mal, als ich das Wort Streik gegoogelt habe, das ist nicht so lange her, dann steht da, dass man irgendwas niederlegt. Man kann nicht einen Streik, man sagt auch nicht den Arbeitern, bitte macht euren Streik nach dem Feierabend, macht das irgendwann kurz vor dem Feierabendbier, macht da euren Streik, come on. Ich finde, die Schülerinnen und Schüler von Friday for Future machen das genau richtig und weiter so. Und was man vielleicht noch ansprechen muss, ist, dass die ökologische Frage auch eine soziale Frage ist. Weil wer leidet am meisten unter dem Klimawandel? Es sind vor allem die Staaten im Süden. Und auch in den Staaten im Süden sind es nicht alle, die gleich leiden. Die Reichen, die können einen Flieger nehmen, woanders hinfliegen, die können sich einen Pass kaufen, das ist für die alle kein Problem. Es sind die armen Menschen des globalen Südens, die leiden und die leiden auch unter diesem Kohlekompromiss. Deswegen müssen wir Nein dazu sagen. Zum Schluss will ich noch was sagen. Armin Laschet, da geht es ihm gar nicht darum, wann die Schüler streiken und wann die Schüler demonstrieren, wann wir alle demonstrieren. Ihm geht es generell darum und es geht ihnen allen darum, dass sie nicht wollen, dass wir uns organisieren. Denn sie wissen, wenn wir uns organisieren, wenn wir stark sind gemeinsam, dann können wir auch was ändern. Und ich glaube, das muss unser Ziel sein. Weil der Klimawandel und ganz viele andere Dinge, die werden nicht in Parlamenten und in Kommissionen gestoppt. Die werden genau hier gestoppt. Die werden auf der Straße gestoppt, die werden in den Schulen gestoppt, in den Unis und in den Betrieben. Und genau da müssen wir jetzt dafür Druck machen. Und ich denke, wir sollten weiter dafür kämpfen. Hambi! Nein! Hambi! Nein! Hambi! 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 Nein! Nein!